Und da sind wir auch schon wieder zurück zu Grid Autosport im letzten Rennen. Und ja, diesmal auf dem Mount Panorama. Und in der Fahrerwertung haben wir 16 Punkte Vorsprung. Das ist wirklich nicht schlecht. Teamwertung haben wir noch 11 Punkte Rückstand. Also könnte noch eng werden. Dann müssten die Raven West Leute etwas weniger Punkte machen. Du bist im Moment auf Platz 1 der Fahrerwertung. Du bist genau da, wo du sein solltest. Okay, wir haben jetzt andere Fahrzeuge. Frag Stefano Bruno, um einen echten Vorsprung rauszufahren. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir wieder das gleiche Fahrzeug haben, aber naja, anscheinend nicht. Na gut. Für Platz 1 im Qualifying gibt es einen Meisterschaftspunkt extra. Ich hoffe, das Auto fährt genauso gut wie das, was wir eben hatten, weil das war nämlich wirklich geil. Ja, schlecht sieht der Ford jetzt eigentlich nicht aus. Also hat schon ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, also vom Design her zumindest, wie der Peugeot, den wir eben hatten. Aber der war bei weitem schneller auf Tempo. Aber der hat eigentlich bisher, was ich jetzt gesehen habe, doch eine ganz gute Kurvenlage. Also für den Kurs könnte der Wagen sogar wirklich ideal sein. Aber ich bin den vorher auch noch nicht gefahren. Seht ihr ja auch quasi unten rechts am Tacho. Also das sind die ersten Kilometer, die ich jetzt mit der Karre fahre. Ups. Da ist der Wagen mir doch etwas ausgebrochen gerade. Aber das ist auf jeden Fall kein Vergleich zur Badewanne. Also die Badewanne hier, Katastrophe. Wirklich Katastrophe. Also das Fahrzeug fährt dagegen richtig, richtig geil. Muss man auf jeden Fall sagen. Und schnell sind wir leider allerdings nicht wirklich. Ja, die Kurve kriegt man sogar fast mit Fullspeed, wenn man leicht bremst. Na, könnte klappen. Aber ich habe irgendwie noch nie gesehen, dass man in eine Boxengasse reinfahren kann. Da ist immer eine... Hier eine... wie heißt es jetzt? Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Hoppala. So eine Leitplanke vor. Finde ich ein wenig schade. Also wenn man Schäden hat, fände ich es schon geil, wenn man dann auch in die Boxengasse fahren könnte und das reparieren lassen könnte. Kann natürlich sein, wenn man dann etwas längere Rennen fährt, dass das dann möglich ist und nicht bei den Rennen, die so zwischen 3 und 5 Runden sind. Ja gut, da braucht man ja auch nicht unbedingt eine Boxengasse, weil das kann man dann ja eh nicht aufholen unbedingt bei 5 Runden. Aber wäre auf jeden Fall richtig cool. Ich werde es vielleicht demnächst mal so ausprobieren. Mal ein Rennen 10 Runden oder 15 Runden mal schauen, was man so alles einstellen kann. Und dann werde ich mal gucken, ob man dann vielleicht in die Boxengasse fahren kann. Hoppala. Ah, ich glaube nicht, dass die Rundenzeit unbedingt besser wird. Ja, manchmal hat der Wagen so eine leichte Tendenz rauszurutschen. Also so schnell durch dieses S konnte man mit der Badewanne definitiv nicht fahren. Dem Auto ist es wirklich möglich. Der reagiert bei weitem besser, der Wagen. Oh, wir haben sogar schon ein bisschen Karosserie am Arsch. Was? 4 Sekunden fehlen uns? Das ist heftig.
haben wir die denn liegen lassen? Okay, hier sowieso, aber... Eben so viel liegen lassen? Hm, ungewöhnlich. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Letzte Runde, mach schon! Oha, nur 13. Ich glaube aber, das wird nichts mehr. Das wird, glaube ich, wirklich nichts mehr, dass wir eine gute Platzierung rausholen. Nur relativ weit vorne starten wäre auf jeden Fall nicht schlecht, weil sonst hätte man nämlich ein Problem. Dann könnten wir auch die Fahrerwertung noch verlieren. Aber wir werden auf jeden Fall die Hoffnung nicht aufgeben. Dritter Platz würde mir jetzt schon eigentlich reichen. Weil, um ehrlich zu sein, auf den einen WM-Punkt kann ich eigentlich verzichten für den ersten Platz. Also für die Pole Position. Wir haben eigentlich genug Vorsprung und im Rennen können wir es ja dann sowieso eventuell schaffen, noch nach ganz vorne zu kommen. Dann hätten wir es ja sowieso durch. Ich glaube, wir könnten sogar Zweiter oder Dritter werden insgesamt. Also hier bei dem Rennen. Ich glaube, dann wären wir immer noch Erster. Ja, ich glaube wirklich, besser wird die Zeit nicht an der Wand, wo wir gerade hängen geblieben sind. Ja, machen wir nochmal ein bisschen zurück. Wird zwar keine Top-Zeit, aber vielleicht schaffen wir es ja doch unter die ersten 5. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Elfter, Alter. Ich merke schon, das wird ein hartes Rennen. Okay, verkackt. Kurve noch einigermaßen hinkriegen. Vielleicht können wir doch ein paar Plätze noch gut machen, auch wenn es nicht viele sein werden. 12. Ernsthaft? Scheiße. Ja, das war nicht so gut gelaufen. Das wird ein hartes Stück Arbeit, sage ich euch. Ein 1 von 2? Was? Wieso 1 von 2? Du hast Startplatz 12 und unser zweiter Wagen geht vom 16. Startplatz ins Rennen. Und das wird eine ganz schön schwere Angelegenheit. Ja, von, oh, da kommt direkt schon der nächste an uns vorbei. Also das wird verdammt schwer nach vorne zu kommen. Der Wagen ist zwar eigentlich ganz gut zu lenken, zwar nicht ganz so gut wie den Peugeot, den wir davor hatten, aber schlecht ist er jetzt auch nicht. Also bei weitem nicht so wie die dreckige Badewanne, die wir mal gefahren sind. Aber natürlich, unser Startplatz ist ziemlich beschissen. Und es ist wirklich schwer, hier überhaupt zu überholen, weil die Straßen auch sehr eng sind. Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Hier sind kaum Überholmöglichkeiten oder wirklich sehr rabiate. Aber vielleicht können wir ein paar Plätze gut machen. Wir brauchen ja nicht unbedingt, um ersten Platz zu landen. Wir haben die ersten beiden Rennen ja schon gewonnen. Aber natürlich ein paar Pünktchen wäre schon nicht schlecht. War eigentlich. Wow. Pock. Ich habe schon fast gedacht, der. Oh, dass der sich komplett dreht.
Aber wir sind doch eigentlich bisher ganz gut nach vorne gekommen. Das wundert mich gerade. Aber da war das Feld natürlich auch noch sehr nah beieinander und die Leute haben sehr stark miteinander gekämpft. Da vorne sieht es dann allerdings etwas anders aus. 1, 2 und 3 sind sehr weit weg und die hinter uns machen jetzt ganz schön Druck. Aber ich hoffe, dass wir die da vorne noch kriegen. Ohne selbst noch gekascht zu werden. Hinter uns reiht sich die ganze Karawane auf. Wow. Du bleibst hinter mir, Junge. Oh, die Seite sieht auch nicht mehr gut aus. Aber es kommt keiner an uns vorbei bisher. Und wir sind bereits auf dem vierten Platz. Zwar werden wir aber da vorne die wahrscheinlich überhaupt nicht mehr kriegen. Aber wir haben wenigstens schon mal ein paar Punkte gut gemacht. Sei vorsichtig, vor dir hat sich jemand gedreht. Ach, cool. Okay, wir sind Dritter. Finde ich gut. Da haben wir direkt mal einen Platz geerbt. Also sind wir schon mal auf dem Treppchen, wenn wir jetzt keinen Platz mehr verlieren sollten. Natürlich die Rainbow-Typen werde ich, glaube ich, nicht mehr bekommen. Dafür sind die einfach schon zu weit weg. Hätte ich nicht im Qualifying so gefailt, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Dann wäre ich wahrscheinlich wirklich nach ganz vorne gekommen. Obwohl, ich glaube, die kämpfen da gerade ganz schön, weil die verlieren doch ziemlich Zeit auf mich. Und ich bin jetzt wirklich schon dran. Anscheinend geben es die beiden sich da vorne so richtig. Vielleicht können wir davon profitieren. Vielleicht hat der... Ups. Der ein oder andere vielleicht sogar einen Schaden von dem einen Typen, der sich eben gedreht hat. Vielleicht haben die den auch rausgekegelt. Keine Ahnung. Aber wir sind schon direkt an Aaron Wesley dran. Das ist erstaunlich. Also... Das hätte ich am Anfang des Rennens wirklich nicht erwartet. Gucken, vielleicht können wir den ja hier ausbremsen. Und wir... Nee, er hat noch etwas mehr Schwung drin. Obwohl doch, ja. Ja, wir kommen vorbei. Perfekt. Da sind wir wieder ziemlich aufs Kies gekommen, aber wir sind Erster. Das hätte ich beim besten Willen nicht gedacht. Oh, wow, 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 wow. Wow, Aaron, was geht denn mit dir? Wo kommen die beiden denn jetzt aber mal her? Mal gerade ein bisschen den Aaron ausgebremst. Ist bestimmt auch keine schlechte Idee. Da habe ich lieber, dass die beiden da vorne Punkte gut machen, als wie das Ravenwest Punkte gut macht. Auf uns. Natürlich möchte ich die beiden Fahrer da vorne auch noch einholen. Aber wenn die natürlich dann noch zwischen uns und Ravenwest liegen, haben wir sowohl in der Fahrerwertung als auch in der Teamwertung eine Chance, sogar vorbeizuziehen. Weil die nehmen denen natürlich jetzt gute Punkte weg. Darum versuche ich sie auch so spät wie möglich zu attackieren. Ist ein bisschen zurückgefallen. Das ist aber eigentlich auch nicht tragisch. Selbst wenn ich jetzt nur Dritter werde, wäre mir das eigentlich noch relativ egal gerade. Dein Teamkollege hat einen Crash, aber er scheint keinen Platz verloren zu haben. Ups. Wieso kann ich keine Rückblende mehr machen? Keine Ahnung.
muss ich gerade mal bei der Steuerung gleich nachgucken. Ich konnte auf jeden Fall gerade keine Rückblende einsetzen. Ich weiß nicht wieso. Cool, du warst schneller als Aaron Wesley. Na, der zweite Platz wäre auf jeden Fall drin gewesen. Ich wusste, du packst es. Du hast das Teamziel noch vor dem Saisonende erreicht. So, jetzt geht's gleich ins Rennen 2. Optionen, Steuerung. Rückblende. Die Taste war richtig, aber irgendwie wollte das nicht. Keine Ahnung warum. Ja, würde ich sagen, starten wir direkt ins zweite Rennen rein. Vorher noch einen Schluck trinken. Und unser zweiter Wagen geht vom 5. Startplatz ins Rennen. Bleib's da. Das war jetzt natürlich nicht ganz so toll. Das sind wir Letzter. Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Komm schon, saug dich an den Windschatten. Unser Teamkollege ist wenigstens schon mal auf der 3. Das ist doch schon mal was. Ups. Da habe ich mich etwas verbremst gerade. Deine Lenksäule ist leicht beschädigt. Und wir haben Rick Scott den... Wow! Oh, jetzt geht die Rückblende auf einmal, okay. Ja, okay. Mach mal anders. Dann gehe ich lieber auf die Bremse, bevor ich da wieder abfliege. Keine Schadensmeldungen. Alter Rick. Du stehst aber auch immer im Weg, ey. Das war heftig. Wie es aussieht, hatte Aaron Wesley einen Unfall. Finde ich gut. Keine Schadensmeldungen. Aber ich meine, Aaron Wesley ist immer noch vor uns, ja. Dann kann er ja schlechten Unfall gehabt haben. Er meint wahrscheinlich Rick Scott. Oh, der Wagen sieht aber nicht mehr sehr schön aus. Dein rechter Frontreifen hat ein Loch. Oh nein. Keine Schadensmeldungen. Dein rechter Frontreifen ist geplatzt. Sei vorsichtig. Das ist natürlich ganz beschissen. Ich weiß nicht, wie weit war das... Wow. Nee, ich glaube, das Rennen müssen wir leider neu starten. Das bringt nichts. Mit einem geplatzten Reifen in der ersten Runde. Du hast Startplatz 14 und unser zweiter Wagen geht vom 5. Startplatz ins Rennen. So. Du bleibst hinten. Aaron Wesley schiebt sich da aber auch langsam allmählich an allen vorbei. Wie habe ich denn da einen Windschatten? Ah, okay. Also solange der von Raven West ganz hinten ist, ist mir das richtig Latte, dass die den blockieren. Ups, war das Aaron Wesley? Tut mir aber leid. Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Also eben war der besser unterwegs. Nachdem wir ihm dann gesagt haben, er soll schneller fahren, war er direkt auf der 3. Und jetzt ist er erst auf der 7. Hm. Oh, der ist aber gerade gut an die Wand angetitscht. Der hat aber einen
einen schönen Sprung gemacht. Also da wäre der Wagen fast komplett abgehoben. Ach, wir fahren hier unseren Tiefling gerade in die Karre hinten rein. Na komm. Oh, der gibt's dem einen, aber vor ihm auch. Alter, lass uns doch vorbei, Junge. Wenn du zu inkompetent bist, die zu überholen, dann lass es doch. Der eine geht nach rechts, der andere geht nach links. Die breiten sich jetzt so aus, dass man gar nicht überholen kann. Wow, 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 wow. Keine mechanischen Schäden, nur einige Dellen. Ja, unser Teamkollege hält aber den Anschluss. Das ist schon mal sehr gut. Und blocken wir den hier ein bisschen weg, damit unser Teamkollege nicht noch überholt wird. Alter, gib Gas, Junge. Ich bin hier schon wieder reingefahren, obwohl ich früher gebremst habe. Irgendwas habe ich da vorne hängen. Na komm schon, gib Gas, Junge. Ach, wenn man seinem Teamkollegen helfen will, das wird nichts. Hauptsache, Alter, jetzt drängt er uns nochmal in die Wand rein, der Drecksack. Und schon wieder funktioniert die Rückblende nicht. Irgendwie komisch. Ich habe keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Wow, wenn ich ehrlich bin. Deine Lenksäule ist leicht beschädigt. Jetzt mal im Ernst. Wieso funktioniert diese verschissene Rückblende denn auf einmal nicht mehr? Auf 4. Ah, keine Ahnung. Funktioniert nicht. Dem geht die Tür schon wieder auf. Deine Kühlung hat eine Macke. Ja, solange es nur die Kühlung ist. Scheiß drauf. Du hast einen leichten Motorschaden. Ach ja. Solange wir noch ins Ziel kommen mit relativ vielen Punkten, ist mir das gerade eigentlich egal. Der Wagen zieht allerdings zur Seite. Das gefällt mir noch weniger. Keine Schadensmeldungen. Ja, solange sonst nichts kaputt ist. Wow, wow, wow. Da haben wir Glück gehabt. Wir mussten sowieso bremsen. Da hat er uns eh zu ausgebremst. War das nicht ganz so tragisch. Alter, wieso kann ich keine Rückblende mehr machen? Willst du mich verarschen? Willst du mal eine machen und dann funktioniert's nicht? Ich hab ja noch 5. Aha, jetzt geht's auf einmal. Ist klar. Aha, und dann wenn... Hä? Also manchmal verstehe ich das nicht. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Toll. Ich wollte damit eigentlich die Strafe... Naja, egal. Ich verstehe es manchmal echt nicht. Keine Schadensmeldungen. Unser Teamkollege verliert schon wieder Plätze. Er muss angreifen. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt Erster werden. Aber eigentlich müsste das sogar reichen, glaube ich. Von den Punkten her. Weil Ravenwest-Fahrer sind alle hinter mir. Eben war nur Rick Scott vor mir ins Ziel gekommen, einen Platz weiter vorne, und auf den hatten wir ja sowieso Vorsprung. Und daher sollte es eigentlich gut für uns ausgehen. Wenn ich den hier auch noch überholt bekomme. So. So,
sind wir auch schon wieder auf der 3, also auf demselben Platz wie eben eigentlich. Obwohl. Wow, 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 wow. Keine Schadensmeldungen. Ja, und da konnte ich schon wieder keine Rückblende benutzen. Keine Schadensmeldungen. Naja, aber der Wagen zieht extremst jetzt nach links. Also besser als Platz 3 wird es nicht mehr. Das kann ich euch sagen. Alter! Seid ihr denn alle behindert? Sind wir auf Platz 6 zurückgefallen? Weil die meinen, uns hier abschießen zu müssen. Dein Motor verliert an Leistung. Ja, und wir verlieren Platz für Platz. Das ist noch viel schlimmer. Deine Kühlung funktioniert nicht mehr optimal. Mit deinem Getriebe stimmt was nicht. Ernsthaft? Wollt ihr nicht den... Ja, klar. Großartige Saison für das Team. Platz 3 der Teamwertung kann sich sehen lassen. Ja, wir hätten bei weitem mehr Punkte, wenn wir nicht ebenso behindert abgeschossen wurden. Alter Schwede. Das war richtig assi von denen. Jetzt ist Rick Scott an uns vorbei. Aaron Wesley ist weiter hinten. Das ist Gott sei Dank gut. Fahrerwertung haben wir auch noch gewonnen, aber Teamwertung, ja. Dadurch, dass wir so weit abgeschossen wurden hinten, beziehungsweise dadurch, dass wir abgeschossen wurden, haben wir sehr viele Plätze verloren. Wir wären definitiv Dritter geworden. Aber naja, können wir leider auch nichts mehr dran ändern. Event ohne Kollision. Ihr habt ja das letzte Event jetzt gesehen. Na gut, Leute, würde ich sagen, war es das für dieses Mal und bis zum nächsten Mal.